Grüezi, dieses Mal sind wir in der Schweiz im Gartencenter Wucher für unser G&V on Tour Video und zeigen euch Impressionen aus einem fantastischen Gartencenter, welches die Firma Rabensteiner gebaut hat. Mich begeistert vor allen Dingen die Regionalität mit Pflanzen aus der Schweiz. Das Besondere ist, dass wir versucht haben, für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter eine möglichst schöne Sache zu bauen. Und das ist gelungen mit der Rabensteiner. Bei der alten Anlage, das waren Folienhäuser, in die Jahre gekommen, 30, 40 Jahre, da war es am Sommer viel zu heiß, unausstehlich für die Kunden. Und das war ganz eine wichtige Aufgabe für Rabensteiner, für Frau Klar. Ja, wir haben hier mehrere Gebäudeabschnitte, das heißt, wir haben unterschiedliche Gewächshausbereiche, einmal ein Kalbabteil in Venlo-Bauweise, wir haben das Cabrio-Gewächshaus, was bei der überdachten Freifläche angedacht war. Und wir haben ein besonderes Warmabteil, was architektonisch natürlich auch im Gesamtensemble gestaltet werden musste. Und das war auch eine Herausforderung, das nachher in ein Gesamterscheinungsbild rüberzubringen. Für uns war es schnell klar, dass wir nicht anbauen wollen. Die Bausubstanz war viel zu alt. Es war sofort klar, alles muss weg, es muss neu beginnen. Dann haben wir einen Partner gesucht und mit Frau Klar von Rabensteiner auch den richtigen gefunden. Die Inspirationen von ihr haben uns begeistert. Deshalb waren wir sehr schnell in der Entscheidung, mit wem wir bauen. Für uns ist es sehr wichtig gewesen, dass wir Klima haben, was wie draußen ist. Besser für die Qualität, es muss trocken sein. Ja, Cabrio-Gewächshaus, die ganze Dachfläche lässt sich zu 85% von der Grundfläche komplett öffnen. Man bekommt dadurch fast Freilandbedingungen, die für gewisse Pflanzenkulturen notwendig sind. Aber ich finde das Cabrio-Gewächshaus ein ganz, ganz flexibles Gewächshaus. Wir nennen das intern auch gerne temporärer Witterungsschutz. Wir haben mittlerweile Starkregen, Spätfröste, wir haben Stürme und wir haben auch Hitze. Und ein Cabrio-Gewächshaus schützt die Ware vor diesen Witterungseinflüssen. Der Bauablauf hat auch super funktioniert, von A bis Z. Wir sind eigentlich sehr stolz, dass wir in so kurzer Bauzeit, in 8 Monaten, Abbruch plus Neubau mit der Eröffnung alles geschafft haben. Gibt Orientierung. Er soll dich ins Gartencenter oder in die Verkaufsanlage leiten. Und ja, das denke ich, ist uns hier auch wieder sehr gut gelungen. Ja, zur Außenfassade. Man überlegt, kann das Holz sein, das Naturverbundene nach außen wirken lassen. Aber natürlich wissen wir alle, dass Holz auch doch sehr pflegeintensiv ist. Und da kam der Gedanke, warum nicht in Alulamelle? Ich plane ja gesamtheitlich. Das Thema Inneneinrichtung ist sehr, sehr wichtig, dass man das früh ins Boot nimmt, dass das alles gut vom Konzept zusammengeht. Wenn wir unsere Kunden gut bedienen möchten, wenn wir Kunden suchen, die nicht im niedrigsten Preissegment sind, dann müssen wir auch ein Umfeld schaffen, wo das spürbar ist. Eine besondere Ecke ist natürlich der Männerhort fürs Frauenwohl, damit die Frauen in aller Ruhe hier einkaufen können und von den Männern nicht gestresst werden. Der Wunsch ist natürlich, dass die Frau dem Mann sagt, hol noch mal seinen Wagen, er ist schon voll. Das passiert selten, aber es kann mal vorkommen. Ja, der Männerhort, das war natürlich eine Idee von Bernadette. Es kamen mal zwischendurch immer wieder Zweifel von ihr auf. Ja, ist das der richtige Name? Ist das wirklich? Kann man das so nennen? Ich sage unbedingt, ich habe sie da wirklich bestärkt. Die Nachhaltigkeit war uns wichtig. Das ist zwar in aller Munde, aber man muss es eben auch tun. Deshalb versuchen wir, möglichst lokal einzukaufen, wo es geht. Und wo es nicht geht, stehen wir dazu und deklarieren es auch. Biodiversität ist für uns wichtig, dass es eben ehrlich abläuft. In diesem Teil Biodiversität hat es wirklich nur Sachen, die dazu passen. Mein Klassiker ist immer das Vogelhäuschen, dasjenige, wo die Vögel reingehen. Das ist bei der Diversität. Diejenigen, die cool aussehen, von China kommen, die sind immer im Deko-Bereich zu finden.
Es ist für uns wichtig, dass die Kunden, wenn sie kommen, immer wieder neue Sachen sehen. Es gibt ein Thema für sie gefunden. Da können sie auch experimentieren und schauen, läuft der Artikel, komme ich an bei meinen Kunden. Im Sommer hatten wir das Schmetterlingshaus. Da ist es uns wichtig, dass die Kunden und die Kinder feststellen können, wie das überhaupt geht mit der Natur. Man muss den Kindern das nahebringen. Das ist etwas, was man nicht Geld verdienen kann. Aber es bringt uns Frequenz und gute Stimmung. Mitarbeiter zu finden, zu haben, ist ja heute sehr schwierig. Und da geht es nur, wenn wir eine möglichst gute Umgebung machen. Soll er Hilfsmittel geben. Alles, was wir Hilfsmittel gefunden haben, haben wir eingesetzt. Hebebühnen für Erdesäcken oder eine Krananlage für große Töpfe. Wir müssen auch gute Personalräume haben. Das Personal ist das Wichtige. Ich selber bin nur im Hintergrund. Frau Giovanoli, sie ist die Zentrenleiterin hier. Sie ist der Boss im Laden und sie ist für die Mitarbeiter die erste Ansprechperson. Und sie macht das super gut. Grüezi miteinander. Funktionale Anforderungen müssen in Architektur übersetzt werden. Ich glaube, das haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder bestätigt, dass wir schon sehr individuell planen und gestalten. Jeder will seine individuelle Marke sein. Wow, das Gartencenter Bucher überzeugt. Hier passen Planung, Gesamtkonzeption und Mitarbeiterführung zusammen. Es ist alles aus einem Guss.